Goldsnap TV heute mal wieder mit einem Umfragebericht. Wir wollen in die Stadt gehen und fragen, sind wir eigentlich sicher in Deutschland? Also man kann ja einigermaßen sagen, dass wir natürlich in Deutschland sicher sind. Sicherer als in anderen Ländern wahrscheinlich. Aber es herrscht doch irgendwo eine kleine Unsicherheit. Und das wollen wir heute in Erfahrung bringen. Sind wir sicher in Deutschland? Und der Soulsnap TV-Button wird Sie dazu natürlich auch heute präsentieren. So, meine Frage an euch beiden jetzt. Die Sicherheit in Deutschland. Fühlen wir uns hier sicher? Seid ihr beide der Meinung, dass uns hier nichts passieren kann? Oder hat man doch irgendwo gewisse Terrorängste oder andere ähnlichen Bedenken? Also ich fühle mich auf gar keinen Fall sicher. Warum? Ich weiß nicht, wegen diesen ganzen Terroranschlägen und was man im Fernsehen sieht. Aber der Papst hat jetzt zum Beispiel jetzt hier Besuch erhalten sollen und da waren ja auch Terroranschläge geplant. Wie seht ihr das? Sollte da wirklich was passieren? War da irgendwo wirklich Gefahr? Also ich meine schon, weil der Papst ist ja bestimmt nicht so beliebt gewesen bei denen. Es könnte gut möglich sein, dass diese Terroranschläge dort dastehen. Habt ihr irgendwelche sonstigen Befürchtungen für die Zukunft, dass es euch hier in Hameln oder in Deutschland allgemein noch mehr betreffen wird, als zum Beispiel es momentan die Sache ist? In Amerika ist es ja ganz massiv, hier noch nicht so. Wird das noch anders werden hier in Deutschland? Was meint ihr? Also die Stadt könnte was dafür sorgen hier in Hameln, dass die Polizei was da unternehmen könnten. Und Terroranschläge sollte ja eigentlich nicht hier in Hameln sein. Richtig. Also ich schätze, es gibt immer Mitläufer. Es gibt immer irgendjemanden, der sagen wird, ja, ich mach das. Ja, gut soweit, ja. Ja. Woran liegt das? Haben Sie Vertrauen auf das System oder meinen Sie selbst, das ist alles gar nicht so schlimm zu betrachten, wie es in der Welt vielleicht thematisiert wird? Ach, ich denke, in Deutschland haben wir einen guten Ort, wo wir uns gut sicher fühlen können. Da gibt es ganz andere Orte, wo man unsicher auf der Straße unterwegs ist. Also ich denke schon, dass da noch was kommt, weil wir mischen uns ja überall ein, ne? Und irgendwann kriegen wir die Quittung, denke ich mal. Wie empfinden Sie das? Fühlen Sie sich sicher hier in diesem Land, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo es wahrscheinlich ein bisschen schlagkräftiger zur Sache geht? Natürlich, ich fühle mich absolut sicher. Ja? Ja. Also Sie haben keine Bedenken, dass das hier vielleicht auch in Zukunft noch ein bisschen sich weiter ausartet? Das habe ich überhaupt nicht. Nee? Nein. Und woran liegt das, diese Selbstsicherheit? Vertrauen Sie auf die Politik in der Sache oder meinen Sie einfach, das erreicht uns sowieso nicht? Also ich vertraue auf unseren ganzen Staat, auf unsere Polizei, auf den Rechtsstaat und auf die festgefügte Demokratie. Okay, danke schön. Ich möchte Sie jetzt auch fragen, in Deutschland, die Sicherheit ist ja gewährleistet angeblich durch den Staat. Fühlen Sie das auch so? Fühlen Sie sich sicher in diesem Land? Ja, Selbstverständnis. Abend und Nacht, also den ganzen Tag, ich fühle mich sicher. Ja? Auf die Straße und zu Hause. Ich habe nie eine Sorge gemacht. Also ich denke mal, dass wir uns ganz wohl fühlen können in Deutschland und auch sicher fühlen können. Denn was ich so sehe, sind wir doch eigentlich immer auf der sicheren Seite. Und sehen Sie das auch für die Zukunft so? Es nimmt ja mittlerweile immer mehr Überhand. Meinen Sie, es bleibt so hier sicher in Deutschland oder kommt da noch der Hammer? Okay, es kann sich natürlich verändern in negativer Richtung, aber ich denke, dass wir das erkennen und rechtzeitig eben die Weichen für Sicherheit weiterhin gut stellen werden. Nach so vielen Meinungen wollen wir jetzt wissen, was sagt der Soulsnap TV-Button zu der ganzen Geschichte? Das war Soulsnap TV mit einer Umfrage zum Thema Sicherheit in Deutschland. Wir haben die Meinung eingeholt, wir haben den Soulsnap TV-Button kreisen lassen. Wir wissen jetzt, was die Bevölkerung denkt. Dankeschön fürs Zuschauen.